Was macht Lucky da? Oh, die alte Farm, da werden Erinnerungen wach. Ich fühle mich ein wenig schuldig, dass sie so verkommen ist, wenn du nur sehen könntest, wie es hier früher ausgesehen hat. Aber nun, der Nostalgie, mal sehen, wie schön dieser Ort wieder werden kann. Am besten fangen wir klein an. Vielleicht mit Luckys kleiner Zuflucht? Lass mich mal einen genauen Blick darauf werfen. Würdest du in der Zwischenzeit ein paar Zaunpfosten suchen? Die sollten hier irgendwo rumliegen. Zaunpfosten. Ja, geht's ins Zaun und halte. Okay. So. Brauche ich noch mehr? Ich bin stark. So. Ah, 4 reichen. Okay. Das sollte reichen. Komm hierher und schau, ob du einen der gefundenen Pfosten setzen kannst. Wenn das ist Holz, das sind Pfosten. Okay. Lass uns hier anfangen. Vorerst müssen wir uns mit diesem Felsbrocken abfinden, aber wir können ihn umgehen. Okay. Bewegen uns auf den markierten Orten, drücke. Sehr schön. Vielleicht ein weiterer Pfosten? Okay. Spitze! Und nun der letzte Schliff. Jede Koppel braucht ein Tor. Rüste das Tor und wechsle den Baumodus. Tor? Baumodus? Z und X. Okay. Da soll das Tor hin. Ach, so geht's auch. Halte und zwei. Lucky hat ein neues Zuhause. Yay! Na also, das nenne ich mal eine gemütliche Koppel. Gute Arbeit, ob dein edles Rossi mal ausprobieren möchte? Wenn Lucky glücklich ist, dann sollten wir es auch sein. Übrigens muss diese Koppel nicht zwingend hier sein. Du kannst Pfosten jederzeit woanders auf dem Grundstück platzieren. Es ist einfacher, die Koppel zu verlegen, als den Felsbrocken. Ja. Denn wenn wir Felsbrocken bewegen könnten, wäre ich schon zu Hause. Nun, ich muss los, aber ruf mich einfach, wenn du Hilfe brauchst. Tschüss. Okay. Cool. Also, komm, wir räumen mal ein bisschen hier auf. Yay! Das geht nicht. Aber das mal. So, dann ist wenigstens Luckys Gehege. So, kann ich irgendwie noch den... Na gut. Wie wäre es, wenn man hier anfängt? Oh Gott, das ist ja... Okay. Ach, ich habe auch Ausdauer. Ja, geil. So. Kartoffeln. Nicht nur im Frühling ein Genuss.
hatte doch auch eine Gießkanne. Da. Gibt's hier kein Wasser? Ah, doch. Hatte ich nur schon wieder vergessen. Wäre vielleicht schlauer gewesen, die Felder neben dem Teich, aber egal. Ah, gedrückt halten, okay. Passt da ziemlich viel rein. So. Was haben wir noch im Inventar? Ein ziemlich kleines Inventar. Ja, cool. Kann ich denn irgendwas alleine machen? Ich kann nichts alleine wegräumen. Voll cool. Bettlage? Ah, okay. So. Lass mal auch mal da drin. So. Joa. Huch. Der Briefkasten ist leer. Na gut. So. Hier ist... Oh Gott! Das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm, was hier alles rumliegt. Yippie! Hä? Yippie! Das passiert, wenn man Space drückt. Okay. Das Mädel kann nichts alleine machen. Das kann ich wahrscheinlich aufheben. Ja. Muss ich aber nicht. Ein einsamer Stuhl. Okay. Da komme ich aber nicht hin. Mittelgroßer Teich. So. Ach, das ist das Lager. Okay. Ich hatte doch noch irgendwas. Lernen die Menschen kennen. Ah, wer fehlt denn da noch? Bin die Parasaurolophus? Frage Owen nach den Parasaurolophus. Okay. Ich lauf mal ein bisschen. Ah, so geht das auch. Cool. Okay, mein Dino irgendwie rufen? Ich dachte da unten. Oha. Was haben wir hier? Klee. Ach so. Ja, jetzt habe ich das Journal weggelegt. Das ist ja komisch. Warum habe ich das denn nur gemacht? Oh. Ich renn mal. Ich glaube, ich nehme doch Lucky. So. So. Lucky. Hä?
Grotte entdeckt. Geröll, Koppel von Lucky. Tolle Koppel. Okay. Ja, gut. Komm hier. So. Habe ich jetzt aufgeschrieben? Jetzt ja. Ah, okay. Folgst du mir? Ja, gut. Ah, haben wir schon. Mal weg damit. Was? Das ist eine Karte in meinem Bett. Nicht das nicht ernten? Ich kann hier nichts machen. Guck mal, ob wir die Paras finden. Rechts, da sieht der Stille, links der Picknickhügel. Was zum Picknickhügel? So. Oh. Ja, yippie. Dann kritzeln wir mal wieder. Tamarin. Dann auch. Stein. Eins von eins? Das ist schon ein riesiges Ding. Kannst doch keinen Stein kriegen. Rechts oder links? Na, wir gehen mal rechts. Das sind keine Paras. Hallo. Das. Nicht das jetzt eigentlich in die Hand. Nee.
Großer Traumstein berührt schläfrige Dinos. Berührt schläfrige Dinos. Kleiner Traum. Jojo. Oha, Stegos. Ja, da komme ich nicht hin. Cool. Da oben jemand wohnt. Ah. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Was haben wir hier? Sitzen? Hm. Okay. Warum willst du da nicht runter? Ein bisschen schlittern. Hm, ein Steinchen, egal. Noch ein großes Steinchen. Komme ich hier irgendwo weiter? Nö. Sind wir eigentlich gerade? Bin ich das? Anscheinend. Muss ich... Okay, gehen wir wieder über die Brücke zurück. Der Kreis bin ich, oder? Ja. Ah, jetzt komme ich wieder zur Stadt. Okay. Jetzt verstehe ich es. Der Kreis bin ich. Muss man ja auch erstmal wissen. So. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir da bei der Brücke links. So. Genau. Hallo? Die Unordnung tut mir leid, ich hatte heute keinen Besuch erwartet. Stört mich nicht. Oh, freundlich von dir. Also, wie ist das neue Haus? Hast du schon einen Plan ausgearbeitet? Nee, noch nicht. Wie? Kein Plan? Punkt 1 auf dem Plan, den ich mache, lautet, mach einen Plan. Manchmal schaffe ich es nicht einmal über Punkt 1 hinaus, aber dann wird es trotzdem ein toller Tag. Danke fürs Vorbeischauen. Vielleicht sehen wir uns erst später, Pebble Glaser. Also, falls ich je meine Aufgabenliste abgearbeitet bekomme. Falls du je deine Aufgabenliste überhaupt geschrieben bekommst. Ja. Okay. Da war ich doch gerade. Muss ich eigentlich hin?
vielleicht dahin? Geh mal da lang. Ich muss doch irgendwo die Paras finden. Wo sind die Paras? Das sind Paris. Marie habe ich auch nicht mehr gesehen. Die wollte doch Fasern haben. Da hinten? Ne, da hinten ist nichts. Die Paras. Der Weg nach Doublewood. Untersuche den Weg. Geh zu Mari. Ja, ich weiß nicht, wo Mari ist. Wo sind die? Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Dann legen wir uns schlafen. Wo ging es lang? Da lang? Noch größere. Ja, ich weiß, du bist müde. Wir gehen jetzt schlafen. Großer Teilschlaf. Gut. Ich gehe auch schlafen. So. Schlafen.